Tag, Herr Rohrer. Hallo, Herr Anderson. Willkommen zum ersten Telegramm für Clara im neuen Jahr. Ebenfalls willkommen. Dankeschön, auch mein erster Auftritt. Herr Rohrer, wer nicht bei der Abi-Feier war, hat, glaube ich, noch keine Gelegenheit gehabt zu erkennen, dass Sie auch Musiklehrer sind. Und, wenn ich mich nicht irre, auch ein bisschen musikalisch. Darf ich Ihnen einen kleinen Test vorschlagen? Okay. Ich würde Ihnen Begriffe nennen und Sie spielen die Melodie, die Ihnen dazu zuerst in den Kopf kommt. Okay. Können wir das machen? Können wir machen, ja. Bitte schön. CSG. Kurze Erklärung. CSG. Ah, ich bin nicht Musiklehrer. Gut, nächstes Stichwort, Ferien. Comedian Harmonists. Wochenend und Sonnenschein. Gut. Termine. Termine. Kleine Fanfare, wichtig. Ah, okay. Termine. Gut. Kunst. Beeindruckt. Und zuletzt, weil es bald ansteht, Fastnet. Herr Rohrer, gibt es von Ihrer Seite Neuigkeiten für die Schule, für die Schüler, für die Eltern? Eine Neuigkeit, die sich mit dem heutigen Tag eingestellt hat. Wir begrüßen seit heute an unserer Schule drei neue Referendarinnen und Referendare. Frau Büchner, Frau Arndt und Frau Wicker. Sie sind seit heute hier im ersten Ausbildungsabschnitt, werden jetzt bis zum Sommer in den Klassen hospitieren und dann nach den Sommerferien eigenständig unterrichten. Also nicht wundern, drei neue Gesichter im Hause. Begrüßt Sie alle recht herzlich, nehmt Sie alle herzlich auf. Gut, machen wir sicher. Herr Rohr, gibt es noch irgendwelche Termine in naher Zukunft, die den Eltern oder Schülern wichtig sein könnten? Jetzt vor den Fastnachtsferien kommt ja die Schulfastnachtsveranstaltung, organisiert von der SMV für die Klassen 5 bis 7. Freuen wir uns alle drauf, hier in der alten Turnhalle ein bisschen buntes Treiben zu erleben. Dann unmittelbar nach den Fastnachtsferien steht eine Veranstaltung im Raum von der Fachschaft Deutsch organisiert, Thema Liebeslyrik, Literaturabend. Und dann unmittelbar vor den Osterferien, unser traditioneller Hausmusikabend, der sich ganz dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart widmen wird. Da kommen sowohl Instrumentale als auch von Chören vorgetragene Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Schön, da freuen wir uns drauf und laden auch hiermit herzlich ein. Herr Rohrer, wenn Sie nichts mehr haben, dann entlasse ich Sie. Sie haben bestimmt genug zu tun und danke Ihnen für das Interview. Okay, vielen Dank. Danke ebenfalls. Dankeschön. Wir haben gerade ein bisschen aufgeräumt und dabei jede Menge von diesen Kartons hier gefunden. Und in diesen Kartons befinden sich noch eine ganze Menge Krabber-DVDs, die wir jetzt endlich mal loswerden wollen, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Daher haben wir uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht. Ich habe hier drei DVDs. In zwei von diesen DVDs ist ein 5-Euro-Gutschein für den Pausenverkauf enthalten. Und auf dem dritten Gutschein steht: Herr Anderson und die Video-AG kochen ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen an einem Termin deiner Wahl. Also, jetzt nichts wie runter zu Frau Moser-Becker, kauft euch eine DVD und wenn ihr Glück habt, koche ich euch ein 3-Gänge-Menü. Und als nächstes ein Rückblick auf die Highlights oder manche Highlights aus der Weihnachtsfeier. Gone. I wonder if she's gonna
Die ganze Schülerschaft wartet schon gespannt darauf, was am Ende des Jahres beim Musikprojekt ansteht. Können Sie uns jetzt was darüber erzählen? Ja, ich kann inzwischen was erzählen. Das Thema wurde im Dezember etwa geboren. Und zwar geht es um die Geschichte von Orpheus und Eurydike. Ganz grob. Die Geschichte wurde mehrfach vertont von unzähligen Komponisten. Die bekanntesten Versionen sind von Gluck, und die Version von Gluck haben wir hier in der Schule auch schon öfters aufgeführt, mit Chor, Orchester, allerdings nie szenisch. Und damit mal wieder irgendwas Neues passiert mit dem Thema, haben wir uns überlegt, wir mischen verschiedene Versionen, Komponisten, Stile, zusammen mit einem roten Faden, und der rote Faden ist eben diese Beziehung oder diese Geschichte von Orfeo und Eurydike. Wir sind noch nicht so arg weit, wir sind gerade dabei, überhaupt Stücke rauszusuchen, was geeignet ist fürs Orchester, was geeignet ist für den Chor. Wir sind noch dabei zu überlegen, müssen wir die Geschichte komplett neu verfassen, also neue Dialoge verfassen, sollen wir Dialoge und Originalwörter oder Szenen übernehmen aus verschiedenen Versionen. Also das ist noch sehr schwammig alles, wie gesagt. Musikalisch sind wir gerade auf der Suche nach den Stücken, und thematisch wissen wir jetzt, das machen wir. Okay. Aber weiter können wir noch nicht berichten. Hört sich nach viel Arbeit an, aber Sie haben ja noch bis zum Ende Schuljahreszeit. Ja, noch massig Zeit. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie unser Neubau eigentlich von innen aussieht, hier haben wir ein kleines Video für euch. Was momentan noch in stilvollem Grau auf Grau gehalten ist, wird bald das modernisierte Zentrum des CSGs sein. Ab dem neuen Schuljahr können sich einige Klassen freuen, in den Neubau einzuziehen.